Ich habe meine alte gewerkschaftliche Verbundenheit mitgenommen. Ich hoffe, dass sich niemand bedrängt fühlt. Aber als bekennender Christ und als zahlender Kirchensteuerfinanzier bin ich immer an der Seite meiner diakonischen und Diakonieverbände. Ich bin engagierter Gewerkschafter mein Leben lang gewesen. Das heißt, ich bin immer ein Kämpfer für gute qualitative Arbeit in Verbindung mit Tarifverträgen. Und insoweit war ich immer ein wenig nicht der große Befürworter von gesetzlichem Mindestlohn. Aber politisch muss ich irgendwann für mich einsehen, wenn Gewerkschaften und die Durchdringung der Arbeitnehmerschaft über Gewerkschaften nicht die Kraft haben, um eine allgemeine Absicherung so deutlich voranzubringen, dass kein Mensch im Alter, wenn er sein Leben lang gearbeitet hat, auf einmal in einer Armutsrente landet. Insoweit war der Eingriff des Staates dringend notwendig, um eine Unparität, eine Ungleichgewichtigkeit auszugleichen, dort, wo es keine Flächentarifverträge gab, wo es keine Tarifbindung gab und dort, wo man immer weiter Niedriglöhner abgedrängt hat in Sozialhilfestrukturen, Aufstocker, das Stichwort, da hat das System versagt. Und insoweit bin ich positiv eingestellt gewesen, als die Wandlung von Hartz, von der Hartz-Regelung in die Bürgergeldregelung kam, bin aber im Moment wieder ziemlich traurig, dass jetzt die Bürgergeldempfänger als Faulenzer dargestellt werden, dass man eine kleine Gruppe von Menschen, die akzeptable Arbeitsangebote offenkundig ausgeschlagen haben, dass man diese einzelnen Teile der Debatte auf einmal allen anderen zuordnet. Und es geht nicht darum, Wohltaten zu verteilen, sondern es geht darum, Ungleichgewichtigkeiten in der gesellschaftlichen Verteilung zu thematisieren. Ich hätte mich riesig gefreut, wenn die Ampelregierung ihr Versprechen eingehalten hätte, eine ausreichende Kindergrundsicherung zu definieren, dass uns jedes Kind in dieser Gesellschaft gleich viel wert ist. Ich sage das aus der Perspektive eines Menschen, der ein höheres Einkommen hat. Und ich verstehe nicht, dass mein Ehegattensplitting mir einen Steuervorteil bringt. Meine Kinder sind groß. Ich gebe gerne auch an meine Kinder weiter. Aber eigentlich wäre es richtiger, das Ehegattensplitting als Familiensplitting umzuwandeln, die Kinderfreibeträge im Steuerrecht umzuwandeln in die Kindergrundsicherung. Also wenn wir Chancengleichheit mit Bildung verbinden wollen, dann brauchen wir eine ausreichende Kindergrundsicherung, von der man Kindergartengebühren bezahlen kann. Oder man muss die Kindergartengebühren in Deutschland insgesamt abschaffen, damit Bildung und Betreuung beitragsfrei wäre. Das wäre mein Petitum, wie ich auf Entwicklung schaue. Und da schaue ich nicht nur auf Thüringen, denn ich merke ja, dass wir bei Kindergartenbetreuung in Thüringen wesentlich besser sind, auch dank eurer Kindergärten, also die, die ihr organisiert, die im Verbund der Diakonie oder der Sozialwirtschaft getragen werden. Unsere Kindergärten sind gut sortiert. Das kostet uns viel Geld als Land. Ich habe ja immer jedes Jahr auch mindestens eine Tafel besucht, um damit deutlich zu machen, ich stehe an der Seite der Tafeln. Ich will das deutlich sagen, ich finde, Tafeln sind Ausdruck der größten Blamage unserer Gesellschaft. Aber daran sind nicht die Tafeln schuld, sondern daran ist eine Gesellschaft, die offenkundig sich wenig interessiert für diejenigen, die tatsächlich nicht genügend zu essen sich erwerben können oder ihr Geld nicht mehr zur Verfügung haben, um alle Dinge zu erfüllen. Also
wir haben jetzt gerade wieder so ein Beispiel, wo in einer Stadt Fernwärme in einer ungeahnten Höhe in die Luft gegangen ist, die Preise, wo mir Menschen sagen, wir wissen gar nicht, wie wir unsere Nebenkostenabrechnung bezahlen sollen. Und wenn solche Menschen dann zur Tafel kommen, um eine Entlastung zu spüren, dann werde ich nicht die Tafeln dafür beschimpfen. Und deswegen haben wir schon bei Corona angefangen, den Tafeln beizustehen und mehrfach verschiedene Ansätze gefunden. Wir haben nur keine institutionelle Förderung. Und letztlich werden wir über das Thema Inklusion und Inklusionsbetriebe und auch die Frage, welche Betriebe hat alles ein sozialer Träger, werden wir uns verständigen müssen, weil wir jede Chance brauchen für Menschen, die, sagen wir mal, nicht so ganz hundertprozentig olympiareif leistungsfähig sind. Auch diese Menschen brauchen eine Erwerbstätigkeit, die auch diese Menschen brauchen eine Fähigkeit, Selbstbewusstsein zu entwickeln. Und dazu gehört auch das Recht, einer Arbeit nachzugehen. Letztlich müssen wir aber darüber nachdenken, dass wir das System der Armutsbegleitung durch Hilfsverteilung eigentlich überwinden können müssten, weil eigentlich müsste jeder das Recht haben, in dem Supermarkt auch vorne normal einzukaufen. Wer im ländlichen Raum wohnt und eine individuelle Form von Transport braucht, weil ich ihm immer noch keine ausreichende Mobilitätsgarantie bieten konnte. Also muss ich auch sagen, müssen wir als Land uns mehr flexibler auch aufstellen, dass wir in jedes Dorf kommen können müssten. Das muss die Zielstellung sein. Aber diesen Menschen im Moment zu sagen, ja, geht weg vom Verbrennerauto, kauft euch ein Elektroauto, könnt es aber nicht bezahlen, macht ja deutlich, dass alles das, was mit Stromsparen oder mit einer ökologischen Wirtschaften zu tun hat, sich diejenigen gar nicht erlauben können, die über das entsprechende Einkommen nicht verfügen. Also insoweit haben wir an mehreren Stellschrauben zu arbeiten. Aber eine Generalfrage steht über allem. Haben wir sowas wie ein Gottvertrauen und eine Zukunftsperspektive in dieser Gesellschaft? Und da spielt auch die Frage von so einem sozialen Träger wie der Diakonie eine große Rolle. Wollen wir in Zukunft, dass wir mit Kindergartenessen von einem Weltkonzern angeboten kriegen? Oder wollen wir, dass in dem Ort zum Beispiel eine Küche da ist, die den Kindergarten bekocht, die das Altersheim bekocht, die Gemeindeverwaltung, die Mitarbeitenden, die Senioren im Ort? Und warum sollte das nicht ein sozialer Träger sein, der das als Inklusionsküche betreibt? Das sind die Dinge, bei denen ich sage, so wünsche ich mir sozialökologischen Umbau, bei dem wir eben auch Instrumente gleich mitentwickeln, damit alle was gemeinsam davon haben. Deswegen sage ich, kreativ sein, aber dran denken, dass wir niemanden verlieren dürfen. Es darf niemand aus dem Blick verloren werden. Und wenn wir das Gefühl dafür wieder entwickeln, dann glaube ich, dass uns das besser gelingen wird. Solange aber das Geld darüber entscheidet, ob du teilhaben kannst oder nicht, solange werden wir die Trennung in der Gesellschaft noch viel mehr manifestieren. In der Zeit, in der Heike Werner zuständige Ministerin ist und ich Ministerpräsident, also 10 Jahre, haben die Kliniken 38 Millionen jedes Jahr bekommen. Das sind rund 380 Millionen, die alleine in meiner Amtszeit in die investive Tätigkeit der Kliniken geflossen ist. Plus Bundesgeld, plus die kommunale Umlage, das sind weit über 500 Millionen, die allein in meiner Amtszeit in Krankenhäuser geflossen sind. Das ändert nur nichts daran, dass wir im Moment in einer großen Krise sind, dass die Krankenhäuser alle insgesamt nicht genügend Geld verdienen, weil die DIGs, das ist die Abrechnungssystematik, einfach sich nicht entwickelt haben. Die kriegen wir den großen Krankenhausreformentwurf, von dem Lauterbach immer spricht, dann wird in Zukunft unsere Krankenhauslandschaft die landambulatorische Versorgung übernehmen können. Das heißt, die Trennung zwischen stationär und ambulant muss aufgehoben werden. Das heißt, der Mensch im ländlichen Raum muss das Gefühl haben, dass er in seine Klinik gehen kann, ohne über die Notaufnahme sich einschleusen zu lassen. Und deswegen, wir haben einen Schutzschirm über unsere Klinikslandschaft rübergezogen. 100 Millionen Bürgschaftsrahmen haben wir aktuell zur Verfügung gestellt. Wir haben 3 Krankenhäuser, die in der Insolvenz sind. Da sind wir mit den Landräten im Gespräch, wie sie einen sauberen Schnitt von der Insolvenz hinbekommen. Deswegen darf man das jetzt auch öffentlich nicht zerreden, sondern man muss ganz still die Landräte dabei begleiten,
Hildburghausen hat jetzt die Entscheidung getroffen, sie werden es als kommunales Krankenhaus weiterführen. Und so muss jetzt der Weg gemeinsam gewählt werden. Aber am Ende, wir werden die Zukunft nur erreichen, wenn Lauterbach endlich die Entscheidung trifft, dass die ambulatorische Versorgung, die Versorgung von Patienten ganz normal übers Krankenhaus erfolgen kann. Und wenn wir dann noch die Gemeindeschwester Agnes, die heute Vera Hausarztassistentin heißt, wenn diese Gemeindeschwestern als Teil des Landambulatoriums unterwegs sind, dann wird mir nicht bange, dass wir überall flächendeckend ausreichend Kapazitäten haben. Dann müssen sie aber das Geld auch verdienen, damit das ganze Haus auch bezahlt werden kann. Deswegen bin ich sehr dafür, den Weg jetzt umzudrehen, das Krankenhaus zum medizinischen Versorgungszentrum in der Region zu öffnen, damit jeder Patient, der Hilfe braucht, auch jederzeit Hilfe bekommt. Also wir werden 300.000 Menschen jetzt in Rente abgeben. Die gehen ganz normal in ihre gesetzlichen Rentenstrukturen und sie haben auch ein Recht darauf. Aber wir haben nicht einmal die Hälfte an jungen Leuten, die nachfolgen. Das heißt, alleine das, was wir im Vietnam-Projekt entwickelt haben, wir haben mit 3 jungen Vietnamesen angefangen, sind aktuell bei 776 Auszubildenden aus Vietnam in der Erstausbildung. Aber wir sind schon wieder dabei, den nächsten Schritt zu gehen. Und wir haben mit der Fachschule für Lebensmitteltechnik, die erste Fachschule in Vietnam, die Thüringer IHK-Abschlüsse prüft. Das heißt, diese jungen Vietnamesen werden schon den Fachabschluss haben und machen dann den B1-Kurs in Vietnam und den B2-Kurs bei uns. Also beides tun. Anwerben und gleichzeitig dort Ausbildungsoffensiven zu kombinieren und das Ganze ausrollen. Das heißt, wir machen dann mit dem Vietnam-Projekt, sammeln wir jetzt Erfahrungen, digitales Visum, Beschleunigung der Zugangsberechtigung, die Standardabfragen, was machen wir mit B1, B2. Wir haben die German Professional School jetzt gebildet. Das heißt, wir wollen junge Leute in einem halben Jahr schon so fit machen, dass sie in die direkte Ausbildung gehen können. Alles das sind die Maßnahmen. Mit der Mongolei hat die IHK in Erfurt mit 6 Schulen in der Mongolei, die Deutsch unterrichten, ein Fachkräfteaustauschprogramm. Die werben wir an, gezielt. Mit Ecuador bin ich gerade im Gespräch. Deswegen sage ich, das müssen wir alles zusammen, immer wieder zusammenbringen. Da ist die Landesregierung nur ein Teil, sondern da brauchen wir auch Träger vor Ort, die sich dann um die jungen Leute kümmern, damit die sich hier nicht einsam fühlen oder angegiftet werden. Und insoweit ist Ausländerfeindlichkeit und Rassismus eine Katastrophe für unser Land. Da wäre mir eine Zuständigkeitsbündelung viel, viel lieber. Ich weiß auch nicht, ob das von uns geplante Landessozialamt, in das es dann hineinmündet, ob das dort nicht besser aufgehoben ist, wenn alle Tätigkeiten umfassend dort zusammengebündelt werden. Unabhängig davon will ich aber nochmal auf was anderes hinweisen. Auch die Werkstattlöhne werden als tief ungerecht empfunden. Aber daran sind nicht die Werkstätten schuld. Da müssen wir das Bundesrecht ändern. Denn das, was als Werkstattlohn bezeichnet wird, ist kein Lohn. Es ist ein Taschengeld. Und es wird leider als Lohn missinterpretiert und wird dann immer im Widerspruch zum Mindestlohngesetz gesehen. Deswegen bin ich auch mit vielen Werkstattbeschäftigten im Gespräch. Wir brauchen eigentlich sowas wie den Inklusionsgedanken. Also da, wo der Inklusionsbetrieb Behinderte und Nichtbehinderte nebeneinander ganz normal laufen und arbeiten hat und die Unterscheidung sich nicht an der Lohntüte festmacht, sondern das, was an Transfergeldern in die Werkstatt ja gezahlt wird, personifiziert umgewandelt wird, sodass es auch als persönlicher Lohn gesehen wird, aber auch sozialversicherungspflichtig abgerechnet wird, damit derjenige im Alter auch eine Rente hat. Denn die Werkstatt ist ein Schutzraum. Ich verteidige die Werkstätten, ich verteidige auch das deutsche System, auch gegen böse Angriffe aus dem politischen Raum, auch aus dem linken Spektrum, habe ich immer wieder die Auseinandersetzung, die Werkstätten seien das größte Hindernis an der Inklusion. Und ich sage immer, die Werkstattträger sind in Thüringen die modernsten Inklusionsbetriebe, die ich kenne. Aber die Werkstattentlohnung ist der Fehler. Was ist unser Bild eigentlich von Behinderten?
Solange wir Behinderte immer als Bedürftige ansehen, solange werden wir sie immer nur fremdsteuern. Ich habe gesehen, was die alles Tolles können. Und deswegen, wir können eigentlich auf gar kein Talent verzichten. Wir brauchen die alle. Ja, Thüringen braucht ein zentrales Ausländeramt. Das ist erstmal ein klares Bekenntnis. Und ja, ich hätte es mir seit 2 Jahren gewünscht. Also es stand in unserem Koalitionsvertrag, wenn wir eine Koalitionsregierung hätten neu bilden können, mit einer Mehrheitsregierung nach der 2019er Wahl, wäre es sogar ein Migrationsministerium geworden, das ein zentrales Ausländeramt als Herzstück hat. Und dann ist eine abgeleitete Größe das Thema Erstaufnahme. Die muss neu gebaut werden, das hat Georg Mayer klar gesagt. Georg Mayer hat jetzt auch die Weichen dafür gestellt. Wir haben mehrere Hotels mit zusätzlich angemietet. Wir haben viel Zeit verbraucht und deswegen im Moment haben wir eine entspanntere Situation. Suhl ist deutlich runtergefahren worden. Die Hermsdorfer Halle ist zum Glück leer. Das war für mich blamabel bis zum geht nicht mehr. Eigentlich sollten die Menschen da nur 3 Tage bleiben. Dann ist die Krätze ausgebrochen. Dann gab es die Verteilungsunterbindung. Sie durften nicht mehr raus. Das Ganze ist dann ganz laut öffentlich thematisiert worden als ganz großes Problem. Das war für die Betroffenen eine ganz miese Situation. Und ehrlicherweise haben wir sehr große Ungleichverteilungen. Wir haben Landkreise und kreisfreie Städte, die haben sich gekümmert. Und wir haben welche, die haben gesagt, das machen wir mal viel langsamer. Und die schulden uns immer noch genügend Plätze, die sozusagen nicht abgerufen worden sind. Aber gemessen an der Gesamtzahl aller, die wir bräuchten, sind die, die als Geflüchtete gekommen sind, nur eine abgeleitete Größe. Deswegen, wir müssen viel mehr über Zuwanderung reden. Wir müssen viel mehr über eine Integrationsgesellschaft reden. Wir müssen viel mehr darüber reden, dass wir uns aufmachen müssen. Wir haben 20.000 leere Wohnungen. Wenn man 20.000 leere Wohnungen hat, aber 8.000 Geflüchtete, einschließlich der Ukrainer, dann hätten wir für jeden, also dicke, eine Wohnung gehabt. Es ist offenkundig dann auch ein Problem, wenn ein Bürgermeister sich vor eine Kamera vom MDR stellt und sagt, ich habe 300 leere Wohnungen, aber Ukrainer nehme ich nicht. Und wenn derjenige dann anschließend aus dem Landesausgleichsstock für die Verluste auch noch Geld haben will, finde ich das nicht in Ordnung. Dann muss man das auch so klar benennen. Sie merken, das wäre eigentlich ein lösbares Problem. Die öffentliche Debatte ist aber scheinbar ein unlösbares Problem. Wir haben jede Menge Fördermittel über Jahre hinweg zur Verfügung gestellt und die waren daran gebunden, dass damit auch ein Mietpreis dann verbunden war, wo einzelne Wohnungsgesellschaften gesagt haben, wir nehmen das Fördergeld nicht. Wir finanzieren lieber über private Mittel, die uns über Banken oder Kapitalgeber zur Verfügung gestellt werden, dann sind wir frei in der Kalkulation. Wir haben einen Teil an sozialen Wohnungsbau, der aus der sozialen Bindung gefallen ist. Das heißt, der größte Teil des Verlustes, den wir zurzeit haben, ist der Verlust an Sozialbindung. Da müssen wir andere Wege suchen. Und bei den Häusern will ich ein Beispiel sagen. Die Stiftung Landleben in Kirchheiligen ist genau dafür mal gegründet worden. Diese Stiftung Landleben hat angefangen, in dem Dorf die Häuser aufzukaufen. Wenn eine einzelne Person drin gewohnt hat, haben sie gesagt, wir kaufen ihr das Haus ab. Dafür bauen wir 5 Bungalows mitten im Dorf. Die sind barrierefrei, die sind altersgerecht und tatsächlich, es hat funktioniert. Und die Stiftung hat anschließend die großen Häuser an Familien mit Kindern verkauft. Und zwar zu kleinem Geld. Deswegen hat so ein Ort auf einmal gar kein Problem mit seinem Kindergarten. Er hat genügend Kinder dazu bekommen. Und tatsächlich, wir wollen eine Landeswohnungsbaugesellschaft aus genau dem Grund, den Sie benannt haben. Wir haben eine gekauft, das ist die Elstertal in Gera. Die könnte das Herzstück sein, aus der wir heraus die Landeswohnungsbaugesellschaft mit Teilen der Landesentwicklungsgesellschaft, die ja auch über Wohnungsbestände verfügt, das könnte der Player sein, mit dem wir gezielt Sozialwohnungsbau so organisieren, dass wir ihn allerdings auch dort etablieren, wo wir mit Ihnen als Träger besser kooperieren können. Denn auch das will ich mal klar sagen, wir werden auch mit dem Alten- und Pflegeheimen so nicht weitermachen. Wir werden viel mehr auf Wohngemeinschaften gehen,
auf mobile Pflegeeinrichtungen. Und damit sind wir wieder bei der Frage, wo seid ihr als Träger, wo können wir euch gebrauchen und wo ist die Küche, wo die Leute Essen kriegen und wo ist der Ansprechpartner? Ein Inklusionsbetrieb, also Lebenshilfe in Erfurt zum Beispiel, hat eine eigene Putzfirma. Warum sollen wir die Dinge nicht miteinander besser verbinden? Was ich nicht will, ist, da wo wir staatliche Schulen verändern müssen, dass dann die Nichtstaatlichen kommen und sagen, ah, das machen wir jetzt für euch. Und dann soll uns der Staat aber das Geld dafür geben. Dann sagt uns das staatliche Schulsystem, ja, für die Nichtstaatlichen macht ihr alles und bei uns schafft ihr nichts an Flexibilität. Deswegen habe ich immer gesagt, ich würde gerne eine Schulnetzplanung haben, in der die Nichtstaatlichen und die Staatlichen gemeinsam drin sind. Damit die Schulnetzplanung vor Ort, und da rede ich von der kommunalen Schulnetzplanung, ich rede nicht von der Landesplanung, von oben nach unten, sondern ich rede von unten nach oben, dass die sich gegenseitig aushalten. Und dann können wir über die Ausfinanzierung der jeweiligen Angebote reden. Insoweit, ja, ich sehe Ihr Problem, aber ich sage auch, an einer Lösung werden wir nur in einer Gesamtverantwortung reden können, bei dem wir uns nicht gegenseitig kaputt machen und überfordern. Das AfD-Plakat, unser Land, unsere Regeln, das würde ich gerne mal grundsätzlich genauso sagen. Und dann heißt das aber auch, dass Herr Höcke nicht die SA-Parolen brüllen darf und dass Kra und Bistrom sich nicht gegen Steuerrecht und gegen Abgaben und gegen Bestechung und ich weiß nicht was alles auseinandersetzen und immer so tun, als wenn für sie die Regeln nicht gelten. Nein, unser Land, unsere Regeln gilt für alle. Für mich, für sie, für jeden, der von außen kommt, aber auch für jeden, der bei uns lebt.